Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Mega Man 11 Let's Play! Ja, lass mich die Daten doch einfach mal laden. So, ich wollte noch mal in den Shop gehen. Cool. Was gibt's denn Schönes? Ich habe ihn voll unterbrochen. Ich will das Fragezeichen kaufen. Oh, was ist das denn? Reduziert den Rückstoß, wenn du Schaden nimmst. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Danke. Was haben wir sonst noch? Lässt Energiekugeln öfter in den Stages erscheinen. Ja. Öfter als null? Gerne. Ich glaube noch nicht ganz dran. So, außerdem... Ja, ich bin sehr sure. Jawohl. Dann, ja. Ja. Tada! Okay, und... Dann füllen wir auf, ach komm, wir machen mal aus zwei Leben einfach drei. Oder vier. Ach komm, dann machen wir fünf. Fünf ist eine schöne Zahl. So. Also holen wir einfach mal Eddie. Wir haben das Geld ja. Warum auch nicht? Okay. Und weil mir ist vorhin aufgefallen, ich habe jetzt exakt die Eckbosse bisher gemacht. Also nehme ich als nächstes einfach Blastman. Cooles Robot-Design. Erinnere mich ein bisschen an das Kostüm aus Boku no Hero Academia. Von Bakugo. Was übrigens auch super zu Blast passt. Okay, ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was hier passiert in der Stage. Oh. Okay, das war gut. Der Laser da ist ja sehr viel wie Explosion. Ah ja, okay. Ah, das Ding ist hochgegangen von alleine? Doof. Bloß weg hier. Aha. Wo muss ich hin? Nach unten? Okay, was ist eure Aufgabe? Nicht Speed Gear, Quatsch. Ups, nein, will ich gar nicht. Ich wollte meinen Power Gear nicht. Ich verschwende einfach gerade all meine Waffen. Mein gesamtes Set. Findet das Spiel eigentlich wirklich in Zeitlupe statt? Ich finde es ein bisschen schade. Das macht mir das Spiel eigentlich einfacher, als es ist, wahrscheinlich. Ich habe halt einfach keinen leistungsstarken Rechner. Ach, was soll's. Aha. Oh, oh, oh. Genau, ich glaub's auch. Ach, fuck, ey.
Was ein Stress, diese Achterbahn hier. Aua! Jetzt geh doch endlich kaputt. Oh, Rückwärtsgang. Oh, phew. Ist das eine Energiekugel? Ich raste aus. Die hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich, wenn ich hier in die Stacheln plumpse. Ich muss mal kurz pausieren, meine Katzen machen gerade Scheiße im Hintergrund. Sorry. Okay, ich bin wieder da. Ich glaube auch ein paar. Ich habe ein paar Einstellungen in den Menüs geändert. Ich glaube, das Spiel läuft jetzt schneller. Okay. Ich werde es hassen. Ja, ein bisschen zumindest, glaube ich. Ein bisschen flüssiger. Ja. Ich habe ein Achievement bekommen. Scharfer Schütze. Damit bin wohl ich gemeint. Mit dem scharfen Schützen. Es droppen wirklich Energiekugeln. Ich raste aus. Uiuiui. Sehen, begreifen, reagieren. Okay, hier sieht es auch so aus, als ob ich ein bisschen Tempo an den Tag legen müsste. Zumindest ein bisschen. Ja. Boah, deren Explosion ist schon ein bisschen übel. Nicht viel, nur ein bisschen. Okay, ein Save Point, das ist gut. Wenn ich da lang laufe, explodiert das. Dann habe ich oben vielleicht ein bisschen Ruhe. Muss ich da überhaupt hoch? Wo muss ich grundsätzlich lang? Ich glaube, ich muss nach rechts unten einfach. Oben wäre wahrscheinlich irgendwie ein Secret. Nee, ich muss ganz nach oben. Okay, dann machen wir das doch einfach. Ich wusste nicht, dass das Bild vertikal nach oben scrollt. Hier geht aber viel kaputt. Oh. Ah! Ihr fiesen Viecher. Dann wollen wir uns mal Blastman angucken. Ich habe wieder ein Achievement bekommen. Explosion? Welche Explosion? Ich weiß aber nicht, was ich getan habe. Wow, 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 Alter! Man kann es auch ein bisschen übertreiben. So, ich versuche mal unauffällig herauszufinden, ob der eine Schwäche hat. Beziehungsweise, ob ich seine Schwäche schon habe. Hier, Blockman! Nicht wirklich. Torchman! Hat er auf Torchman reagiert? Oh, fuck, ey. Wow. Der macht extrem viel Schaden.
befürchte, die 5 Leben, die ich hatte, reichen nicht. Tatsächlich. Fuck. Ich achte gerade auf nichts. Ich bin ein bisschen verwirrt. Puh, okay. Wieder ein Achievement gekriegt. Langsam wird das was. Und das war Last Man. Schade, ein bisschen zu einfach. Aber ansonsten, Blastwind finde ich geil. Vom Design und seine Power und. Ja, okay, das Design sieht jetzt nicht mehr ganz so... Das sieht aus, als ob ich ein zweites Paar Augen über den Augen hätte. Neue Waffe erhalten, Chain Blast. Aha. Ja, das will ich aber auch meinen. Bitte, ich will mal testen. Okay, witzig. Also bis zu 4 Stück, wenn ich das richtig sehe. Die ich alle miteinander verlinken kann. Okay, und jetzt die dicke Power. Da kann ich nichts verlinken, weil ich nur einen abschießen kann. Okay. So, Moment. Kann ich die detonieren lassen? Steht zumindest irgendwie links oben. Ja, keine Ahnung. Oh, irgendwie habe ich es jetzt doch gerade hingekriegt. Wie? Aha. Okay, anscheinend, wenn ich unten und nochmal meine Schusstaste drücke, kann ich die Dinger frühzeitig detonieren lassen. Aha. Nice to know. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Beziehungsweise in der nächsten Folge geht es... Oh. Eine Cutscene. Doctor, is something wrong? The double gear system. It was so very long ago. It was on that day, Wily and I had our falling out. He quite literally threw a wrench in our gears. We were students then, each pursuing robotics research in our own way. Each of us was passionate about forging the way ahead. To a future where humans and robots might live together in harmony. By giving robots independent thought, they could be true partners to humankind at last. Naive as always. Even robots that think for themselves will never be anything more than tools. But with unstoppable power, insurmountable speed, it's only when we build robots with the power to outdo humans that people will truly accept robots for what they are. And with my double gear system, we can make that dream a reality. With this installed, any robot can instantly become a hero. However, I was strongly opposed to Wily's ideas and research. The double gear system, it puts an incredible strain on the robots that use it. And if it fell into the wrong hands, it could be used to cause terrible harm. At the time, a committee was convened.
and Wiley's research was cancelled. In favor of my independent thought research. Wiley never forgave me, and his views have grown ever more extreme since then. How ironic that my efforts to quench Wiley's hot-headedness before it led him astray only ended up fueling the fire. Doctor, I never knew. If only I'd shown him there was a way to work together instead of just telling him that he was wrong. Maybe we'd still be friends. A way to work together. Even the double gear system can be a tool for good, if used properly. But using it properly requires proper judgment. Wiley's dream of developing technology to make any robot into a hero could become reality if used by you. I'm trusting you, Mega Man. Oh, I almost forgot something very important. I've just finished giving Rush a good tune-up. He's all ready to head out with you. Rush! Rush, help Mega Man and keep him safe. Be a good boy now. We've got this, Rush. Okay, let's go! Ich krieg Rush Jet. Bitte, gib mir eine Erklärung. Aha. So, jetzt möchte ich selber testen. Na toll. Ich will mich nicht beschweren. Wie Rush Jet mit B? Auch da. Es ist nicht mehr so cool wie in Mega Man 2. Als Rush Jet frei steuerbar war. Oh, ich kann mit dem rechten Stick, sehe ich gerade, meine Waffe wechseln. Cool. Cool. Habe ich irgendwas Neues, was ich noch übersehen habe? Nee, ne? Nö. Okay. Geil. So, muss ich irgendwie noch was nachkaufen? Für die nächste Runde mache ich mal voll auf 5 Leben. Holen wir nochmal einen vierten Tank. Ich kann auch einen sechsten holen. Muss man übertreiben? Nein. Ja, wir nehmen einfach mal den Energy Balancer mit, obwohl ich noch nie einen Energy Drop gesehen habe. Also Waffenenergie. Ja, komm, direkt ausrüsten. Und, nee, das nicht. Ich glaube, in der Stage von Blastman oder Tundra Man hätte ich diesen Mystery Shop Chip irgendwie nutzen können. Da war ich nämlich relativ schnell. Ja, ich hole mir das Ding einfach und dann schauen wir mal, ob ich es irgendwie mal verwenden kann bei Gelegenheit. Und Gelegenheit heißt nächste Folge. Genau, wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder zu meinem Mega Man 11 Let's Play. Freut euch drauf, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal dann. Mach's gut, euer Anno und die. Ciao.